In einer Welt voller riesenhafter Feinde gilt, wer klein ist, hat verloren. Für kleine Tiere war die Kreidezeit schrecklich. Die Jungtiere kämpfen ums Überleben. Ihre einzige Chance? Den Kopf einziehen und schnell groß werden. Jeder dieser gigantischen Pflanzenfresser will die Tyrannosaurus-Babys vernichten. Um zu überleben, entwickelten Dinosaurier raffinierte Fähigkeiten, enorme Körperkräfte und feine Sinnesorgane. Nach 65 Millionen Jahren ermöglicht moderne Bildtechnik einen Blick ins Innere dieser Giganten, durch Haut, Muskeln und Knochen, auf die Geheimnisse der größten Erfolgsgeschichte der Evolution. Die größten Dinosaurier sind so hoch wie ein sechsstöckiges Haus und wiegen weit mehr als 50 Tonnen. Keines der heute lebenden Landtiere kann sich mit ihnen messen. Die Kiefer eines T-Rex hinterlassen 1,20 Meter lange Abdrücke und die 30 cm langen Zähne dringen tief ins Fleisch. Doch jeder Dinosaurier, egal wie groß und stark, fängt klein an. Sehr klein. Oklahoma vor 110 Millionen Jahren. Ein Trupp Sauroposeidons lässt die Erde erzittern. Dieses Tier wurde bis zu 30 Meter lang. Davon waren allein 12 Meter Hals. Wenn es seinen Kopf nach oben reckte, war es 19 Meter hoch. Die Giganten suchen ihre seit Generationen angestammten Nistplätze auf. Die Weibchen tragen hunderte von Eiern in sich. Sie sind die Zukunft einer Gattung, die 15 Millionen Jahre lang existieren wird. 75 Mal länger, als es den Homo sapiens auf Erden gibt. Noch ist kein Ei größer als eine kleine Melone. Es ist schon erstaunlich, dass aus diesen kleinen Eiern ein Babysauroposeidon von der Größe eines Hasen schlüpft. Und in 20 bis 30 Jahren wiegt er 50 Tonnen. Doch weshalb produziert dieses Riesentier so kleine Eier? Das Sauroposeidon-Ei ist wabenförmig mit winzigen Poren übersät, die Sauerstoff hinein und Kohlendioxid herauslassen. Größere Eier benötigen mehr Luftlöcher. Doch so würde das kleine Heim instabil und könnte zerbrechen. Deshalb legt auch heute kein Vogel größere Eier als der Strauß. Jedes Sauroposeidon-Weibchen legt ca. 500 Eier pro Saison. Trotzdem löst das keine Bevölkerungsexplosion aus. Denn sobald die Jungen geschlüpft sind, beginnt der Wettlauf ums Überleben. Ein Wettlauf, den so gut wie jedes von ihnen verlieren wird. Ein Junges hat keine Hörner, keinen Panzer, es hat keinerlei Schutz. Ein Snack, den man im Vorbeigehen verschlingen kann. Tausende wehrlose Dinosaurierjunge allein in einer Welt voller gefräßiger Räuber. Eine wenig fürsorgliche Art der Kinderaufzucht. Sauropoden überschwemmen ihren Lebensraum mit Babys in der Hoffnung, dass ein paar überleben. Die Pflanzenfresser der Kreidezeit müssen sich mit vielen gefräßigen Räubern auseinandersetzen. Doch keiner war so gefürchtet wie der Tyrannosaurus Rex, eines der größten Landraubtiere, das je gelebt hat. T-Rex ist ein perfektes Monster. Ein Saurier mit Charakter. Der Tyrannosaurus Rex wurde bis zu 6 Meter groß und 13 Meter lang. Sein Maul war ein tödliches Instrument. Dieses Ungetüm ist in seiner Kraft und Schnelligkeit unübertroffen. Und ein T-Rex-Baby wird behütet wie kaum ein anderes Junges in der Kreidezeit. Mit dem Tyrannosaurus Rex verbinde ich Sanftmut, Mütterlichkeit und große Anstrengung bei der Kükenaufzucht.
Der gefürchtete Tyrannosaurus Rex erweist sich als liebevollstes Elterntier im ganzen Dinosaurierreich. Das bedeutet, die Eier bewachen, das Nest verteidigen, die Entwicklung der Brut fördern. Tyrannosaurus Rex ist der Gewaltherrscher im Reich der Echsen. Dieses Ungeheuer regiert eine Welt, in der nicht Intelligenz, sondern physische Stärke entscheidet. Doch T-Rex hat beides. Perfekte Biomechanik und eine für Saurierverhältnisse überlegene Intelligenz. Er ist das Ergebnis von vielen Millionen Jahren Spezialisierung auf große Körpermasse, Beutefang, scharfe Sinnesorgane und die Fähigkeit, mit einem großen Pflanzenfresser fertig zu werden. T-Rex besitzt ein größeres Gehirn und ein komplexeres Verhalten, besonders bei der Brutpflege. 3 Monate lang hütet ein ausgewachsenes Tier das Nest und sichert so das Überleben seiner Nachkommen und die Weitergabe seiner Gene. Wenn sie schlüpfen, brauchen sie viel Fürsorge. Innerhalb des Eis atmet der Embryo Sauerstoff ein und Kohlendioxid aus. Dieses CO2 bildet Kohlensäure, die die Schale langsam zersetzt. Nach einigen Anstrengungen ist das Wunder vollbracht. Das 1 Meter große T-Rex-Baby bricht durch die Schale ins Freie. Man stelle sich vor, wie T-Rex ihm mit seinem Riesenmaul aus der Schale hilft. Das Junge ist winzig im Vergleich zu seinen gigantischen Eltern. Sein Anrecht auf den T-Rex-Thron ist von Anfang an bedroht. Wir stellen uns Tyrannosaurus Rex nur als ausgewachsenes Tier vor, weil wir solche Skelette kennen. Aber so schlüpfte er nicht aus dem Ei. Wenn das Küken aus dem Ei schlüpft, ist es ungefähr 90 cm lang und wiegt 2 bis 3,5 Kilo. Im Vergleich dazu wiegt das erwachsene Tier etwa 7 Tonnen und kommt auf 13 Meter. Wie vorsichtig muss dieses Tier sein, um nicht auf die Kleinen zu treten, die es schützen und versorgen will? Eines Tages werden sie fürchterlich sein, aber zuerst sind sie nur Fleischklößchen auf Beinen. Wohin sich der T-Rex auch wendet, überall lauert Gefahr. Es gab Krokodile, mittelgroße Giganten, die T-Rex-Babys wie Muffins vernaschten. Für einen jungen T-Rex ist jeder Fleischfresser eine Bedrohung. Doch Gefahr lauert nicht nur am Boden, sondern auch am Himmel. Der Quetzalcoatlus, ein 180 Kilogramm schweres, fleischfressendes Reptil, dreht seine Kreise und wartet auf den richtigen Moment, um zuzuschlagen. Quetzalcoatlus ließ die Tiere der späten Kreidezeit erstarren. Mit seiner Flügelspannweite von 12 Metern konnte er die Sonne verdunkeln. Ein Sinnesorgan macht diesen Flugsaurier besonders gefährlich. Sein hochentwickelter Augapfel. Seine Augen sind konstruiert wie die eines Falken und sehen 4-mal schärfer als das menschliche Auge. Dazu ist seine über 10 cm große Netzhaut mit mehr als 1 Milliarde Lichtrezeptoren ausgestattet. Dieses Reptil sieht die Welt in HD. So wie ein Storch heute am Nil ein Krokodilbaby frisst, so fraß der Quetzalcoatlus vor 65 Millionen Jahren ein T-Rex-Baby. Wir werden nie erfahren, wie gut T-Rex zählen konnte. Aber eine Mutter merkt, wenn ein Junges plötzlich spurlos verschwindet. Doch für ein T-Rex-Junges kommt es noch schlimmer. Dem jüngsten Familienmitglied kann sogar seine künftige Mahlzeit gefährlich werden. Jeder dieser gigantischen Pflanzenfresser hat es auf die Tyrannosaurus-Babys abgesehen. Ob irgendwo im winzigen Hirn des Triceratops ein Warnhinweis aufblinkt?
Wird dieses T-Rex-Baby eines Tages zu einem gefährlichen Monster heranwachsen und ihn, den friedlichen Pflanzenfresser, in Stücke reißen? Doch wer Familie hat, braucht keine Feinde. Die wohl größte Gefahr für das T-Rex-Baby sind die Artgenossen auf der anderen Seite des Hügels. Denn darwinistisches Kalkül rät dem Räuber, seinen Konkurrenten zu vernichten, wann immer es möglich ist. Löwenmännchen müssen ihre Jungen gegen Rivalen verteidigen, die in den Kleinen zukünftige Rivalen ums Futter sehen. Verfolgt ein intelligenter Räuber wie der T-Rex die gleiche Strategie? Verglichen mit prähistorischen Pflanzenfressern ist sein für strategisches Denken zuständiges Großhirn gut entwickelt. Ebenso wie sein Kleinhirn, das die Muskelfunktionen steuert. Dieses Tier ist in der Lage, einen Angriff strategisch zu planen und auszuführen. Das T-Rex-Baby ist von Gefahren umgeben, doch es hat eine reelle Überlebenschance. Anders sieht die Sache für ein Sauroposeidon-Junges aus. Es wird hilflos geboren und seinem Schicksal überlassen. Intensive Brutpflege gibt es bei einer begrenzten Anzahl von Nachkommen. Massenhafter Nachwuchs kann von den Eltern nicht betreut werden. Von Geburt an kämpft der Sauroposeidon um sein Leben. Nur eins von 3000 Jungen schafft es, erwachsen zu werden. Und dieses eine muss sich jahrelang allein durchschlagen. Für den künftigen Koloss gilt nur ein Gesetz: wachsen oder sterben. Wenn wir uns die Spuren der Sauropoden anschauen, stoßen wir auf ein Phänomen. In den Gruppen von oft hunderten Tieren gab es fast nur ausgewachsene Tiere, sowie Exemplare, die mindestens ein Drittel ihrer endgültigen Größe besaßen. Auch ein größeres Jungtier, das allein aufwächst, ist noch gefährdet. Ein junger Sauroposeidon ist wie ein großes Pony. Er hat keine scharfen Zähne, keinen Panzer, keine Hörner, keinen Schutz. Er ist noch nicht einmal schnell. Was passiert, wenn diese Jungen ins Visier einer Rotte Deinonychus geraten? Sie werden sterben. Der Sauroposeidon ist von hungrigen Räubern umgeben. Wenn sie aus dem Ei schlüpfen, sind sie kleiner als 60 cm. Und sie leben in einer Welt voller Raubtiere, die sie gerne fressen. Deshalb müssen sie schnell groß werden. Der Start ins Leben verläuft für diese künftigen Titanen denkbar ungünstig. Es ist erstaunlich, dass die massigen Kreaturen Jahrmillionen erfolgreich überlebt haben. Dagegen der Tyrannosaurus Rex. Sein Schädel fast 1,50 Meter lang, im Maul bis zu 60 spitze Zähne. Ein einziger Schritt bringt ihn 4,5 Meter vorwärts. Er ist einer der größten fleischfressenden Saurier, die je auf der Erde gelebt haben. T-Rex kann mit seinen gewaltigen Zähnen Knochen zermalmen. Seine Kiefer sind bis zu 4-mal so stark wie die anderer großer Fleischfresser. Der T-Rex wird in eine feindliche Welt hineingeboren. Auch für den König der Dinosaurier ist Überleben nicht selbstverständlich. Pflanzenfresser sind clever. Sie versuchen, ihre Feinde von vornherein auszuschalten. Die ersten Jahre sind für den T-Rex auch nicht einfach. Aber der Fleischfresser hat einen großen Vorteil. Seine Eltern verteidigen ihn bis zum letzten Blutstropfen. Dieses Verhalten ist fest im Gehirn verankert. Die besonders ausgeprägten Frontallappen des Großhirns lassen komplexes Handeln zu. Das Tier hat genügend Hirnkapazität, um seine Jungen aufzuziehen und so die Art zu erhalten.
Der evolutionäre Erfolg nimmt zu, wenn viele Nachkommen gerettet werden, zum Beispiel wenn der Nachwuchs gut beschützt wird. Die Eiablage hat das Weibchen erschöpft. Nun braucht es dringend Futter, um wieder zu Kräften zu kommen. Und Futter bedeutet Fleisch. Während das Weibchen sich auf die Suche nach seiner nächsten Mahlzeit macht, hütet das Männchen das Nest. Der Tyrannosaurus Rex besitzt die schärfsten Sinnesorgane der kreidezeitlichen Tierwelt. Sein Sehvermögen war ausgezeichnet. Die Augen eines T-Rex sind scharf. Die Netzhaut sammelt besonders viel Licht und somit viele visuelle Informationen. T-Rex kann seine Beute bereits aus einer Entfernung von 7 Kilometern ausmachen. Entscheidend ist, dass beide Augen nach vorn gerichtet sind und die Sehfelder sich überlappen. Jedes Auge sieht das Objekt aus einem etwas anderen Winkel, sodass T-Rex die Welt dreidimensional wahrnimmt. Kaum etwas entgeht der Aufmerksamkeit eines T-Rex. Nach Monaten kräftezehrender Brutpflege kann für eine hungrige Jägerin der Ausgang einer Jagd die Entscheidung über Leben und Tod bedeuten. Der T-Rex verfügt über eine Reihe scharfer Sinnesorgane, die ihn direkt zu seiner Beute führen. Auch sein Geruchssinn ist enorm. Hinter den Nüstern liegen große Höhlen mit Riechschleimhäuten für die Geruchserkennung. Von hier wird die Information an den Riechkolben und an das Gehirn weitergeleitet. Das Ausmaß des Riechkolbens und des Hirnbereichs, der Geruchsinformationen verarbeitet, ist überraschend groß. Die lamellenartige Form der Riechschleimhaut erhöht die Anzahl der Rezeptorzellen. So kann der T-Rex auch auf große Entfernungen den feinsten Hauch von Fleischgeruch wahrnehmen. T-Rex hat einen Geruchssinn wie 100 zusammengetackerte Bluthunde. Im Verhältnis besaßen sie das größte Riechhirn aller Tiere des Planeten. Ein super Geruchssinn ist der Traum jedes Jägers. Schon aus großer Entfernung kann der T-Rex sein Opfer aufspüren oder den speziellen Geruch seines Nachwuchses wahrnehmen. Ein Blick auf den Schädel des T-Rex enthüllt noch ein anderes Phänomen. Seine Nasenlöcher liegen 25 cm auseinander. So kann T-Rex die Welt in Stereo riechen. Dieser Fleischfresser ortet eine Geruchsquelle mit Hilfe seiner Nase zielgenau. Wenn T-Rex sich in einer größeren Meute bewegt, kann er in wenigen Sekunden jedes einzelne Individuum an seinem unverwechselbaren Geruch erkennen. Dieses Weibchen ist sehr hungrig. Es folgt einer Fährte. Doch mit diesem Tier legt sich auch ein Tyrannosaurus nicht gerne an. Die gefährlichste Herausforderung für einen Fleischfresser ist der schwingende Kopf eines Triceratops. Er ähnelt einem gigantischen Breitmaulnashorn auf Anabolika. Mit 8 Metern Länge und 3 Metern Höhe erreichte ein ausgewachsener Triceratops ein Gewicht von bis zu 6 Tonnen. Wenn es ein Tier gab, dessen Geruch der T-Rex fürchtete, dann war es Triceratops. Der T-Rex kennt die Risiken genau. In seinem Hirn sind die Erfahrungen früherer Begegnungen gespeichert. Er weiß um die drohende Gefahr. Den Triceratops in mundgerechte Häppchen zu zerlegen, ist schwierig. T-Rex muss ein Tier mit 2 1 Meter langen spitzen Hörnern überwältigen und einem Körper, der durch den Knochenpanzer perfekt geschützt ist. Doch vielleicht hängt das Überleben der nächsten Generation gerade von diesem Kampf ab. Der Kampf zwischen Tyrannosaurus und Triceratops war vielleicht der eindrucksvollste, den es in der Natur je gab. Die gut gepanzerten Pflanzenfresser lebten überall.
In der späten Kreidezeit kamen auf einen Tyrannosaurus ca. 10 Triceratops. Und das hat seinen Grund. Ein Stoß mit dem Stirnhorn konnte in Herzkammer oder Lunge eindringen. Wenn das 1 Meter lange Horn in die Brusthöhle des T-Rex stößt, ist das dramatische Ergebnis absehbar. Tyrannosaurus Rex wird ein Auge ausgestochen. Jedes Raubtier versucht, dem Gegner die wichtigste Waffe zu nehmen, ohne selbst dabei verletzt zu werden. Für das Raubtier hat der Verlust eines Auges fatale Folgen. Nun übernimmt das Männchen allein die Verantwortung für die Jungen im Nest. Am Himmel über ihnen wittert der Quetzalcoatlus Blut. Ein Elternteil verletzt, das andere vom Hungertod bedroht. Für ein T-Rex-Baby könnte die Situation kaum aussichtsloser sein. Der Sauroposeidon ist eines der größten Landtiere aller Zeiten. Mit 18 Metern Höhe und 30 Metern Länge erscheint jedes heute lebende Landtier neben ihm wie ein Zwerg. Doch trotz dieser gewaltigen Proportionen wiegt sein winziges Gehirn nur ca. 100 Gramm. Das Gehirn des Sauroposeidons hatte die Größe eines Cheeseburgers. Im Verhältnis zur Körpergröße das kleinste Gehirn aller Großtiere, die je gelebt haben. Groß, dumm, grob. Das Gehirn eines Sauroposeidons ist 1000 Mal kleiner als sein Körper. Er besitzt nur ein Achtel der Hirnkapazität eines T-Rex. Vor allem ist das für strategisches Denken zuständige Großhirn kaum entwickelt. Sie waren einfach dumm wie Brot. Für die komplexen Aufgaben der Brutpflege fehlt dem Sauroposeidon die nötige Intelligenz. Der Sauroposeidon gräbt ein Nest, bedeckt die Eier mit abgestorbenen Pflanzen und trollt sich. Es erscheint fahrlässig, einfach ein Loch zu graben und die Eier abzulegen. Aber die Methode ist durchaus erfolgreich, wenn viele Babys produziert werden. Die Sauropoden kümmerten sich nicht um ihren Nachwuchs. Bei den Überresten erwachsener Tiere fand man nie Überreste von Babys. Die Wissenschaftler glauben, dass die enorme Größe der Sauropoden das Ausbrüten der Eier auch physisch unmöglich macht. Es ist schwierig für einen 25 Meter langen Saurier, Eier von der Größe einer Honigmelone nicht zu zerbrechen. Sauropoden sind einfach zu groß, um die genaue Bewegung ihrer Körpermasse zu kontrollieren. Sie haben nicht die Hirnkapazität, um gleichzeitig zu registrieren, wo sich ihr Hinterteil und ihr Kopf befinden. Mit seiner Größe und der begrenzten Intelligenz verlässt sich der Sauroposeidon auf eine völlig andere Methode der Arterhaltung als der T-Rex. Während seines Lebens produziert ein Sauroposeidon-Pärchen Tausende von Eiern. Nur 2 oder 3 ihrer Nachkommen schaffen es, groß zu werden. Das bedeutet, fast der gesamte Nachwuchs wird von Raubtieren gefressen. Die Fleischfresser bekommen mehr Futter offeriert, als sie fressen können. Deshalb gibt es ein paar Überlebende. Sauroposeidons Verhalten gegenüber seinem Nachwuchs erscheint achtlos und ineffektiv. Er verscharrt seinen größten Schatz einfach in der Erde. Aber es steckt durchaus eine Strategie dahinter. Ähnlich den heutigen Meeresschildkröten versuchten Sauroposeidons, Räuber mit der enormen Menge von Nachwuchs zu überlisten. Sie legten ihre Eier nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern möglichst in 1 oder 2 Nächten. Wenn eine Nahrungsquelle zwar große Mengen Futter liefert, aber nur für eine begrenzte Zeit, dann ist es für Räuber schwierig, alles wegzufressen. Wenn die kleinen Meeresschildkröten aus den Eiern schlüpfen, sind sie allein. Die Räuber feiern in dieser Zeit ein wahres Fest. Auch wenn sie nahezu jedes Junge verschlingen, geht die Strategie trotzdem auf. Ein paar wenige überleben. Auch die gefräßigsten Räuber können nicht alle verschlingen.
Sauropoden lebten in einer Welt voller Raubtiere. Viele Nester wurden ausgehoben, noch bevor die Jungen schlüpfen konnten. Die wichtigste Verteidigung für den Sauro Poseidon ist seine Größe. Wenn er ausgewachsen ist, wiegt er bis zu 50 Tonnen. Dann wirft ihn nichts mehr um. Aber er muss seinen Magen pausenlos mit Nahrung füllen. Ein ausgewachsenes Tier frisst fast alles, was wächst. Um auf seine 330.000 Kalorien pro Tag zu kommen, braucht es eine Tonne Grünfutter. Um solche Mengen überhaupt zu finden, müssen die Herden große Entfernungen zurücklegen. Selbst wenn der Sauro Poseidon für die Brutpflege intelligent genug wäre, gäbe es rund um das Nest zu wenig Nahrung für ihn. Wie viel Energie soll man in die Reproduktion der Art investieren? Wenn die elterliche Fürsorge groß ist, muss die Anzahl der Nachkommen begrenzt sein. Oder aber man überschwemmt den Planeten mit Babys. Dann sind jedoch nicht genug Ressourcen da, um sie wirklich zu versorgen. Um den Nachwuchs optimal zu betreuen, braucht ein Tier nicht nur Intelligenz, sondern auch hochentwickelte Sinnesorgane. Dem Sauro Poseidon fehlt beides. Seine Augen befinden sich seitlich am Kopf, sodass der Saurier nicht räumlich sehen kann. Sein winziges Hirn hat nur schwach entwickelte Zentren für Geruch und optische Wahrnehmung. Auch das Gehör ist stark eingeschränkt, da die Innenohrschnecke sehr klein ist. Das Hirn des Sauro Poseidons war so groß wie das eines Katzenbabys. Er war kein kluges Tier, eher eine Art Pflanzenverarbeitungsmaschine. Die fünf Sinne des Sauro Poseidons sind nicht viel mehr als eine Steuerung für den größten Magen, den es je auf Erden gegeben hat. Und dem frisch geschlüpften Jungen fehlen selbst die einfachsten Mechanismen, um sich vor drohenden Gefahren zu schützen. Wie kann ein Sauro Poseidon-Baby mit so geringen Fähigkeiten in einer von Raubtieren beherrschten Umgebung überleben? Die Antwort lautet, indem es besonders schnell wächst. Pflanzenfresser müssen schneller wachsen, sonst werden sie gefressen. Trotzdem dauert es Jahre, bis ein Sauro Poseidon-Junges groß genug ist, um in der Herde mitzulaufen. All diese Jahre verbringt es allein. Wo befanden sich die Jungtiere? Wie lebten sie, bis sie groß genug waren? Sie wanderten nicht mit der Herde. Sie haben sich wahrscheinlich im Wald versteckt, fraßen so viel wie möglich und wuchsen so schnell sie konnten. Das war die beste Verteidigung. Es spielte keine Rolle, ob sie Hörner oder einen Panzer hatten, wenn sie nur schnell groß wurden. Sauropoden besaßen keine Waffen außer ihrer Größe. Doch wenn der Sauro Poseidon erwachsen werden will, darf er vor allem einem Tier nicht ins Visier geraten. Deinonychus ist eine Killermaschine. Klein und schnell. Deinonychus war eines der außergewöhnlichsten Raubtiere. Ein dreidimensionaler Kämpfer, ein Kickboxer. Einem jungen Sauro Poseidon von der Größe eines Eisbären kann der Deinonychus sehr gefährlich werden. Eine ganze Rotte bedeutet geballte Gefahr. Ich kann mir gut vorstellen, wie ein Rudel Deinonychus in einen Wald eindringt, wo sich die jungen Sauro Poseidons verstecken und sie einfach platt machen. Sie springen von einem zum anderen, werfen sie um, reißen sie mit ihren Klauen auseinander und fressen sie bei lebendigem Leib. Ich weiß nicht, ob ich so etwas hätte sehen wollen. Es war sicher scheußlich. Es ist schwer vorstellbar, wie ein Baby-Sauro Poseidon in einer Welt voller urzeitlicher Monster überlebt. Aber einige schaffen es, werden groß und sind irgendwann nahezu unbesiegbar. Tyrannosaurus Rex,
Der hochspezialisierte Fleischfresser kämpft dagegen für das Überleben seines Nachwuchses. Die Babys im T-Rex-Nest wachsen schnell heran. Das ausgehungerte Weibchen ist auf der Jagd. Das Männchen hütet das Nest. Es gibt das idyllische Bild vom T-Rex-Weibchen auf seinem Gelege. Vielleicht war es aber auch das Männchen, weil das Weibchen sagte, du hast mir das eingebrockt, also kümmere dich. Doch auch das Männchen muss fressen. Ein warmblütiger Fleischfresser hält ohne Futter nicht lange durch. Ein Duft liegt in der Luft, ein Aroma, das T-Rex sofort erkennt. Ein verwesender Triceratops. Die nächste Mahlzeit ist zum Greifen nah. Der Vorteil? Ein Kadaver kann sich nicht mehr wehren. Doch wenn beide Eltern auf Nahrungssuche sind, bleibt das Nest ungeschützt und überall lauern Gefahren. Der Triceratops ist zwar ein Pflanzenfresser, doch bei einem wehrlosen T-Rex-Baby macht er schon mal eine Ausnahme. Quetzalcoatlus ist der größte fliegende Fleischfresser der Erdgeschichte. Er frisst 5 Kilo Fleisch am Tag, ungefähr das Gewicht von 2 T-Rex-Babys. Um zu überleben, müssen die Jungen sich möglichst still verhalten. Das Männchen hat Witterung aufgenommen. Mit seinem scharfen Geruchssinn kann der Tyrannosaurus Rex jede Nahrungsquelle mühelos orten. Er wird den Kadaver des Triceratops finden. Der Geruchssinn des T-Rex beanspruchte den meisten Raum in seinem Hirn. Sie wussten nicht nur, dass ein Dinosaurier vorbeigezogen war, sondern auch, dass es vor 2,5 Stunden war. Die T-Rex-Nase funktioniert wie eine Lasernavigation. Sie führt ihn direkt zum Ziel. Was seine feinen Sinne ihm jedoch nicht verraten, wie der Triceratops ums Leben kam. Die Antwort darauf findet sich im Maul eines anderen T-Rex. Seine Zähne können Knochen zermalmen, seine Kiefer hätten die Kraft gehabt, Stahl zu verbiegen. Doch er besitzt auch noch eine bakteriologische Waffe. Wahrscheinlich blieben in den Zähnen der Raubsaurier kleine Stücke von verwesendem Fleisch hängen. So entstanden eine Menge Bakterien und die Bisse waren infektiös. Diese Bakterien verursachten auch einen strengen Geruch. Es gibt viele Gründe, das Maul eines T-Rex zu meiden. Der Mundgeruch ist einer davon. Durch die Bakterien konnte jeder Biss eine lebensgefährliche Infektion hervorrufen. Selbst wenn der gejagte Dinosaurier die Bissverletzungen überlebte, wurde er krank und immer schwächer, bis der Räuber ihn schließlich zur Strecke brachte. Früher oder später ist also jeder T-Rex-Biss tödlich. Ist das gejagte Tier verendet, spürt es T-Rex auf und frisst es dann. Dieser T-Rex hat jedoch ein Problem. Das verwesende Fleisch hat eine Meute angelockt. Während das hungrige Männchen um die Beute kämpft, warten die schutzlosen Jungen auf seine Rückkehr. Und über ihnen zieht Quetzalcoatlus hungrig seine Kreise. Millionen Jahre bevor es den ersten T-Rex gab, zogen schon junge Sauropoden allein durch die Urwälder. In großer Anzahl schlüpften sie jedes Jahr aus den Gelegen. Doch nur 3 von 10.000 überlebten und wurden erwachsen. Am gefährlichsten sind die ersten Wochen ihres Lebens. Schnell groß werden ist die beste Verteidigung. Um besonders schnell zu wachsen, brechen diese Pflanzenfresser mit einer scheinbar fundamentalen Regel der Biologie. In ihren ersten Lebensjahren sind sie Fleischfresser.
Wahrscheinlich fraßen sie auch Insekten und kleine Tiere, weil das eine gute Proteinquelle ist. Viele Pflanzenfresser reichern ihre Ernährung von Zeit zu Zeit mit Fleisch an, um an hochwertige Nährstoffe zu kommen. Ein junger Sauroposeidon verwertet sein Futter völlig anders als ein erwachsenes Tier. Er verdaut es vor allem im Magen und im Dünndarm. Dieser Verdauungsprozess ähnelt dem seiner gefürchteten fleischfressenden Feinde. Und der Sauroposeidon hat noch einen anderen Trick, um möglichst schnell zum Riesensaurier heranzuwachsen. Hohle Knochen. Seine Halswirbelsäule und die Rippen sind mit kleinen Luftzellen gefüllt. Auch die Gliedmaßen besitzen weniger Knochendichte als die vieler Säugetiere. Diese großen Sauropoden werden bis zu 50 Tonnen schwer und sie schaffen das in nur 20 bis 30 Jahren. Sauropoden wachsen schubweise, abhängig von Alter, Jahreszeit und Futtervorkommen. Diese Schübe lassen sich, ähnlich wie bei Baumstämmen, als Wachstumsringe an ihren Knochen ablesen. In den ersten Lebensjahren ist ein Sauroposeidon das Objekt der Begierde vieler Räuber. Der cleverste ist Deinonychus. Sein Angriff endet meist tödlich. Definitiv clever. Großes Hirn, schlau. Einem Deinonychus zum Opfer zu fallen, war eine äußerst schmerzvolle Angelegenheit. Sie drangen durch die Muskeln in die Bauchhöhle. Das verursachte einen schweren Schock. Deinonychus tötete ähnlich wie Hyänen Häufe, mit die erfolgreichsten Raubtiere der Serengeti. Wenn Hyänen die Därme einer Antilope durchbeißen, setzt die Atmung aus. Wenn sie gefressen werden, läuft ihr Gehirn noch auf Hochtouren. Während die Jungen in den Wäldern ums Überleben kämpfen, sind die erwachsenen Sauropoden pausenlos auf Nahrungssuche. Mit ihrem winzigen Gehirn leben sie in einer Welt ohne Gedächtnis, unbeschwert vom Schicksal ihrer Nachkommen. Dagegen agiert Tyrannosaurus Rex geradezu planvoll. Gierig verschlingt das Männchen den Kadaver eines Triceratops. Diese kräftigen Kiefer schlagen sich ins Fleisch der Tiere. Die gigantischen Zähne bohren sich durch das Muskelfleisch. Sie knacken die Knochen. Als Aasfresser bleibt T-Rex am Leben und erhält sich seine Kraft. Sein Nachwuchs ist völlig von ihm abhängig. Alleingelassen ist er genauso verwundbar wie die Brut eines Sauroposeidons. Auch der Quetzalcoatlus hat einen unbändigen Appetit. Doch wenn er in großer Höhe kreist, nützt ihm ein guter Geruchssinn nichts. Dieses fliegende Reptil verlässt sich lieber auf seine ausgezeichnete Sehkraft, um schutzlose Jungtiere am Boden zu erspähen. Fressen oder hungern? Das ist hier die Frage. Es fokussiert sein Ziel. Ein 90 cm großes T-Rex-Baby erscheint auf seinem Radar. Er braucht ein besonders gutes Fernsichtvermögen, um seine Flugroute für Ziele am Boden zu berechnen. Dieser kleine T-Rex ist noch nicht bedrohlich. Er schmeckt genauso gut wie jeder andere kleine Saurier, den Quetzalcoatlus in der Landschaft entdeckt. Genau die richtige Größe für einen kleinen Imbiss. Das fliegende Reptil wartet auf den besten Moment, um anzugreifen. Dinosaurier groß zu ziehen, ist harte Arbeit. Von überall droht Gefahr. Aus der Luft, am Boden, sogar von Angehörigen der eigenen Art. Für kleine Tiere war die späte Kreidezeit schrecklich. Sie wurden von Raubsauriern gejagt. Auch aus der Luft kam der Tod durch Quetzalcoatlus. Dieses riesige Tier stieß herab und packte die Jungen mit seinem 2 Meter langen Schnabel.
Quetzalcoatlus ist das Tier, das diese T-Rex-Babys am meisten fürchten müssen. Doch gerade als sich der gigantische Flugsaurier dem Nest nähert, wittert das T-Rex-Männchen die Gefahr. Seine äußerst empfindliche Nase nimmt den Geruch des Feindes wahr. Das führt zur Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn und damit zur Entscheidung, sofort zum Nest zurückzukehren. Doch Quetzalcoatlus ist schnell. Es dauert nur den Bruchteil einer Sekunde, bis sich sein 180 Kilogramm schwerer Körper in die Luft erhebt. Nun sind die übrig gebliebenen Babys die einzige Hoffnung auf eine neue T-Rex-Generation. Dinosaurier beherrschten die Erde für Millionen Jahre. Sie wuchsen zu unvorstellbarer Größe heran und passten sich extremen Lebensbedingungen an. Diese Tiere waren äußerst erfolgreich, eine wahre Krönung der Evolution. Und all das trotz geringer Hirnkapazität. Dinosaurier mussten keine quadratischen Gleichungen lösen oder Schach spielen und auch nicht mit Raketen zum Mond fliegen. Sie mussten nur das für Dinosaurier Richtige tun. Sie mussten klüger sein als die Tiere in ihrer Umgebung. Dinosaurier mussten nur eins beherrschen: die große Maschinerie, zu der sich ihre Körper im Laufe der Evolution entwickelt hatten. Und darin waren sie sehr gut. Sie sahen, rochen und hörten die Welt weit besser, als wir es tun. Auch das ist eine beachtliche Leistung des Gehirns. Bei Dinosauriern greifen Hirnleistung, ausgeprägte körperliche Merkmale und Instinkt ineinander. So gelang es ihnen, 165 Millionen Jahre zu überleben. 800 Mal länger, als der Homo sapiens auf Erden existiert. Es gab sie über 100 Millionen Jahre auf diesem Planeten. Der Grund für ihr plötzliches Aussterben kam aus dem Weltraum. Erst ein Meteoriteneinschlag besiegelte das Schicksal der Dinosaurier. Ein Beweis für ihre ungeheure Lebenskraft. Mit ihren extravaganten Körperformen und ihrem relativ kleinen Gehirn schrieben sie die bislang beeindruckendste Erfolgsgeschichte aller Lebewesen auf unserem Planeten.